im großen Sport sind wir wieder zum dritten Kampf heute in Rouen in Frankreich. Und ein ganz bekannter kommt hier in den Ring, Franzl Schumann, der Österreicher. 104 Kilo ist er. Man schreibt hier gleich 100 Kilo, glaube ich. 1,80 Meter groß und durchtrainiert, wie man ja hier sieht. Franzl Schumann, ein Exempel, wie ein Ringer aussehen muss, der permanent trainiert. Und zwar seinen Körper und seine Technik. Und hier kommt sein Gegner. Zum ersten Mal auf Eurosport Bulldog Blackie aus Großbritannien. Indianischer Abstammung ist er, hat auch schon als Indianer gerungen. 120 Kilo hat er jetzt, der Bulldog Blackie, und ist 1,83 Meter groß. Er hat einmal als Bodybuilder angefangen, ist dann entdeckt worden vom großen englischen Promoter Orick Williams. Und man hat ihm Zeit gegeben, 2 Jahre, dass er etwas werden sollte. Aber so lange hat er nicht einmal gebraucht. Da war er schon in England auf den Matchabenden einer der Größten. Jetzt bevorzugt er nur noch die ganz harte Gangart. Aber bei einem Franzl Schumann muss er sich einiges überlegen. Trotzdem, die beiden sich ja schon vom vorigen Jahr her kennen, als Franzl lange in England war. Und ich muss es hier sagen, 1991 hat Bulldog Blackie Franzl Schumann klar beherrscht in jedem seiner Kämpfe. Und hier wird gleich der Wristlock angesetzt. Aber Franzl Schumann ist erst einmal schneller. Außerdem beherrscht er doch mehr Techniken als Bulldog Blackie. Hier dreht er sich raus, flickflack. Und der Ansatz zur Irish Whip, aber da wird er aufgeladen. Und Bulldog Blackie sieht sich um. Und bringt Franzl Schumann erst einmal in die Ecke. Das soll natürlich Schumann beeindrucken. Franzl Schumann war ja mit Mile Cyrno zusammen in 14 Titelverteidigungen ungeschlagen, CWA-Europameister im Teamkampf. Und erst in Bremen mussten sie ihren Gürtel abgeben. Und Franzl bemüht sich jetzt, erst einmal jetzt in England, dann weiter in Japan und den USA, bemüht er sich, an einen Titelkampf ranzukommen gegen, in diesem Fall, Mr. Fit Finlay, den CWA-Weltmeister im Mittelgewicht. Und da ist einiges zu erwarten, denn Franzl ist ehrgeizig, zeigt immer wieder, dass es für ihn nichts anderes gibt, auch wenn er Zeiten gehabt hat, wo er nicht so dominiert hat. Er hat sich durchgebissen. Und vor allen Dingen bei den großen Turnieren in Österreich und in Deutschland und hier bei diesen Matchabenden, zu denen er immer wieder geholt wird, zeigt er, dass er gegen große und schwere Gegner überhaupt keine Angst hat. Bulldog Blackie setzt hier erst einmal einen Armschlüssel an von hinten. Spezialität von Kaurov auch und früher von Johnny Martinson. Und jetzt bringt er seinen Gegner in die Ecke. Ja, so, mein Lieber. Aber da muss er gleich den Kick nehmen. Und Blackie kommt dann zurück mit diesem Tackle. Ja, die beiden kennen sich. Die beiden kennen sich aus vielen Begegnungen. Und da ist es natürlich so, dass der eine schon fast weiß, welche Bewegung, welche Griffe der andere sein Gegner in diesem Fall ansetzt. Jetzt dieser Kraftteil, der auch immer wieder zwischendurch eingestreut wird, schon um da einmal seine Überlegenheit zu zeigen. Oh. Japanese Strangling, dieser japanische Würgegriff. Hier angesetzt. Der eigene
Arm bzw. die eigene Faust wird hier vom Gegner an die Kehle rangezogen. Und Franzl versucht sich hier zu befreien. Ja, jetzt müsste er sich langsam drehen. Ja, und muss dann das Knie nehmen. Und schon hat Bulldog Blacky den Griff wieder angesetzt. Aber hier kommt jetzt ein Katapult aus dem Ring. Bulldog Blacky findet sich draußen wieder. Das passt ihm natürlich nicht. Und die Zuschauer stehen hier hinter Franzl Schumann. Bulldog Blacky wird angezählt. Er ist natürlich nicht mehr so schnell, seit er über 120 Kilo hat, dieser Bulldog Blacky. Er war auch einer der ganz schnellen Mittelgewichtler. Aber wenn er sein Gewicht richtig einsetzen kann, dann so wie in diesem Fall diesen Leg Drop, der auf die Kehle von Franzl Schumann geschlagen wurde. Das beeindruckt natürlich Franzl Schumann. Und da ist das Gewicht von Blacky hinter. Und hier kommt die Clothesline hinterher. Sehr gut geschlagen. Ein Tackle, ein sogenannter Big Otto, wo man den eigenen Körper in den Körper des Gegners hineinwirft. Und gleichzeitig die Clothesline. Und hier noch einmal dieser Slam hinterher. Und jetzt kommt Blacky mit einem Splash auf Franzl Schumann. Und das könnte schon jetzt das Ende sein. Da weiß Franzl Schumann im Augenblick nicht mehr, wo er ist. Kann er hier noch hochkommen? Da hat er den Tritt noch auf den Kopf nehmen müssen. Und kriegt diesen Kick jetzt, der zwar nicht voll getroffen hat, aber da kommt das Knie hinterher. Und Franzl Schumann ist benommen. Wird angezählt hier. Und jetzt macht Blacky Schluss langsam. Da kommt noch einmal dieser Slam. Franzl Schumann ist da, kommt aber hoch in diesem Fall und geht zu Blacky hin, wirft ihn zu Boden. Dieser Slam. Fantastisch. Und jetzt kommt Franzl Schumann zurück. Die offene Faust. Und der Kick hinterher. Ja, jetzt muss er am Gegner bleiben. Und der Leg Drop auch noch einmal hinterher. Gut geschlagen. Und Blacky geht aus dem Ring. Natürlich, hier will er Zeit schinden. Das ist klar. Denn da hat er gemerkt, dass das Blatt sich gewendet hat. Ja, Franzl Schumann wartet, dass Blacky wieder reinkommt, zieht ihn in den Ring, in diesem Fall, geht rüber, katapultiert sich selbst, unten durch, einmal, noch einmal unten durch, sehr gut, und die Clothesline hinterher, damit hat Blacky nicht gerechnet. Und weiter dranbleiben jetzt Franzl Schumann, noch einmal die offene Faust, der Kick hinterher und am Gegner bleiben, ja, und das noch einmal für die Zuschauer hier. Seitwärts auf die Halsschlagader gesetzt. Aber jetzt ist er selbst ein bisschen fertig. Diese Schläge kommen nicht mehr so, wie sie vielleicht sein sollten. Und Blacky erkennt, dass er sofort zurückkommen muss jetzt. Der Ellbogen ins Genick und die Projektion rüber zur anderen Seite. Noch einmal die Clothesline, aber die war nicht besonders gut geschlagen. Da müsste Franzl doch rauskommen jetzt. Die Kehle muss frei bleiben, natürlich. Die Kehle muss frei bleiben. Bulldog Blacky runter von der Kehle. Oh, wenn diese Clothesline gesessen hätte, dann wäre es schon Schluss. Aber jetzt wieder der Ausheber und der Slam zu Boden. Und schon wieder geht Bulldog Blacky zum zweiten Seil. Und vom zweiten Seil kommt wieder dieser Splash. Eins. Was war das? Hat er sich selbst dabei verletzt? Oder ist er selbst außer Kondition? Da habe ich geglaubt, dass er diesen Kampf gewonnen hat bereits. Da schickt er Franzl Schumann schon wieder rüber. Kommt in die Ecke und schon wieder wird Franzl zur anderen Seite geschickt. Oh, geht aber zur Seite, ja.
und weiter und bleibt jetzt natürlich am Mann. Schlägt auf diese Schulterpartie. Und hoch noch einmal ausheben vielleicht oder jetzt den Dropkick. Ja, in diesem Fall auf die Herzspitze. Das kann zum Beispiel auch ein Dropkick sein, wo ein Gegner plötzlich nicht mehr hochkommt. Wo sich die Zuschauer manchmal wundern. Aber wenn der genau auf die Herzspitze trifft, dann ist es ein K.O., ein glatter, klassischer K.O. Ah, Franzl, richtig. Weitermachen. Nicht hier die Show abziehen. Und hier springt er daneben. Da hat Bulldog Blacky sich rausgedreht. Und ist auf den Hinterkopf gefallen, der Franzl. Das nimmt im Augenblick natürlich die Kondition und die Kraft. Da muss er sich erholen etwas. Wird aber schon wieder rübergeschickt von Bulldog Blacky. Ja, ein Ellbogen rückwärts geschlagen. So etwas ist ganz, ganz schwer erkennbar. Da weiß man nicht, was der Gegner vorhat. Und hier wirft er ihn raus wahrscheinlich. Nein, er nimmt ihn hoch und noch ein Slam hinterher. Und schon wieder seine Spezialität zum Splash nach oben in diesem Fall. Ah. Und da ist aber Franzl Schumann rechtzeitig zur Seite. Und Bulldog Blacky hat sich hier selbst außer Kondition gebracht. Denn wenn er mit dem Splash auf den Ringboden knallt, das tut natürlich weh und nimmt die Luft. Und jetzt wirft der Franzl Schumann raus. Man sieht es ja, wieder an der Bekleidung gezogen dabei. Man sieht es oft in amerikanischen Ringen. Diese Technik, da wird der Gegner rausgehauen. Man selbst kann sich ein bisschen erholen dabei. Dann holt man den Gegner wieder rein. Oder lässt ihn nicht reinkommen, wie in diesem Fall. Und der Schiedsrichter ist wieder ein bisschen überfordert. Ja, und jetzt kommt natürlich der Konter. Und da geht Franzl Schumann nach oben und da wird quer gesprungen. Und da nimmt er das Bein des Gegners mit, hat aber nicht durchzählen können, der Schiedsrichter. Und Franzl Schumann konnte diesen Kampf nicht für sich entscheiden, sondern wird wieder rübergeschickt in die Ecke und muss wieder diesen Big Otto kombiniert mit der Clothesline nehmen. Und natürlich zur anderen Seite auch wieder. Und da geht Franzl Schumann hoch zum Double Leg. Oh, und kann seinen Gegner halten. 1, 2, 3. Das erste Mal in diesem Jahr kommt er mit Bulldog Blacky zusammen und schlägt diesen. Ja, da sieht man, was Franzl Schumann drauf hat wieder. Das ist natürlich ein Einstand für England. Wenn er jetzt in die englischen Ringe geht, dann weiß man, er hat Bulldog Blacky erst einmal geschlagen, diesen Schwergewichtler. Und